Yo, Freunde der Volksmusik, klassische Volksmusik, und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Und zwar ein neuer Song von Lua. Ich habe bisher auf zwei Songs habe ich bisher reagiert. Das eine ist als Video online, das andere war im Dead End Stream auf Twitch. Und zwar als Video online ist nämlich nur mit dir zusammen mit Akaya. Und im Stream habe ich auf Wenn du weg bist reagiert. Und jetzt ist es soweit, dass wir einen neuen Song bekommen haben. Und zwar Teufel an der Wand. Ich bin zwar nicht an der Wand gerade, aber okay. Wir nehmen den Titel einfach mal so hin. wer meinen anderen Kanal verfolgt, der versteht den Grund. Beziehungsweise, anders. Wer mich auf WhatsApp hat, wer meine Nummer hat und meinen Status liest, der weiß, was ich meine damit. Der weiß, was ich meine. Ich sag nicht zu viel. Kommentare, die das irgendwie teasern, werden gelöscht. Sag ich jetzt schon mal im Voraus. Aber darum geht's gar nicht. Und das ist mir ehrlich gesagt auch egal, Leute. Denn wir hören uns jetzt Teufel an der Wand von Lua an. Ich hoffe, dass es so ein Ding wird, wie Wenn du weg bist. Weil, ey, ganz ehrlich, der Beat von Wenn du weg bist, an die Leute, die nicht im Stream waren. Ihr hättet mich sehen müssen. Ich habe mindestens nach dem Song 10 Minuten meine Fresse gehalten, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll. Ja. Egal. Teufel an der Wand. Ich möchte jetzt ungern runterscrollen, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt irgendwelche Namen leaken. Ich guck mal hier ganz kurz auf Sweet rein. Okay. Ja. Ich glaube, ich habe schon geleakt. Aber. Ach, warte mal, ich habe ja so einen süßen Filter auf Ding. Auf meinem Schnittprogramm. Haha, ich kann es ja einfach. Haha, ich bin ja nicht so ganz doof, ne? Ich bin ja nicht ganz doof, ne? Das ist gelogen. Egal, also. Wir gehen rein. Teufel an der Wand. Wir labern gar nicht lange. Kam auch heute raus. Ja, gib ihn. Genau das, was ich haben wollte. Es ist genau diese Art Beat, die ich haben wollte. Es ist wieder ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man so Beat nennt. Auf jeden Fall dieser Rock-Part wieder mit drinne, der wieder brutalst geil kommt, genauso wie bei Wenn du weg bist. Eigentlich möchte ich den Track gar nicht pausieren. Eigentlich möchte ich den einfach nur dauerhaft in Schleife laufen lassen gerade. Einfach gar nichts dazu sagen. Den einfach 10 Minuten lang durchgehend auf Schleife laufen lassen. Und dann erst was sagen.
Geil. Ey. Scheiß auf alles, Digga. Ja, was soll ich jetzt groß sagen? Sag mal. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen soll. Einfach nur geil. Wirklich. Einfach nur geil. Kann man auch, glaube ich, einfach gar nichts zu sagen, wirklich. Einfach geil. Einfach nur geil. Ey, Digga. Sehr geil. Also der kommt mal ganz kurz hier auf Gottlos in meine Playlisten. Und natürlich, bevor ich es vergesse, alle drei Playlisten, die ich den Song gerade gepackt habe, sind natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Genauso wie eigentlich alles andere. Videobeschreibung ist full, aber wirklich full. Leute. Ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Plan mehr, was ich sagen soll. Leute, ganz ehrlich. Ich kann das alles nicht mehr. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und Abo da, schaut in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt, genauso wie der Song. Fetzt den Song durch. Streamt den kaputt, streamt den dumm und dämlich. Und dann sehen wir uns wieder bei was auch immer ich für einen Kack dann hochlade, ganz ehrlich. Leute, haut rein, ich küsse eure Herzen, habt ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis dann, tschüssi.